Servus, grüß euch, hallo. Willkommen bei Stardew Valley. Ein neuer Tag beginnt. Wir haben mal wieder Post. Verschwunden, ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne, schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie befindet, bekommt 250 Gold Finderlohn. Okay, hoffen wir mal, dass wir es finden. Und auch, wo wir suchen sollen, das ist die Frage. Ich würde jetzt mal behaupten, irgendwo in einem Wald. Ja, Hundi, wie ist denn? Wo laufst du denn rum? Ja. Ja, was ist denn? Mach ich jetzt immer noch nicht gern. Da oben hüpfst du rum. Das gehört. War das ein Soundpack vom Hund? Keine Ahnung. Hier. Okay, dann lassen wir wieder mal da. Naja, die brauche ich aber eigentlich gleich. Die Gießkanne brauche ich auch wieder, weil ich muss ein neues Feld machen. Um 9 Uhr macht der Laden auf. Dann heißt's Shopping. Da haben wir jetzt ja genügend. Oh, eine Narzisse. Suche nach Topaz. Topaz habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden. Als erstes kaufen wir uns hier die Inventarverbesserung. Kann ich die mal mehr mitnehmen? Ja. Jetzt die Frage: Setzen wir noch einen Bohnen? 10 Tage brauchen die. Wow. Blumenkohl braucht 12 Tage. Kartoffeln könnte ich mit 10 holen. Ich würde mal sagen, wir holen uns noch ein paar Bohnen. Wie viel waren denn das? Oder Kartoffeln. Holen wir uns 10 Kartoffeln. Ba-bam. Ba-bam. Schau mal, was hier gewachsen ist. Und ein Löwenzahn. Da oben ist nochmal einer. Schau mal hin. Mir Lauch finden. Das Kartoffelfeld legen wir gleich hier daneben an, würde ich sagen. Wir haben
6, 7, 8, 9, 10. Radermüll. Könnt ihr natürlich noch eine dritte Reihe dann machen. Aber das geht hier glaube ich nicht hin. Ist blöd. Hast du Nacken? Total, was da liegt. Die anderen Sachen eigentlich schon gegossen. Gut, die Energie ist ziemlich down. Ich würde mal sagen, dann gehen wir noch ein bisschen fischen. Oh, es geht hier ab. Pfui, es stinkt! Vincent! Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet. Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In einer gruseligen Kanalluke wie diesen kann man einen großen, alten, rostigen Schlüssel passen. Oh, hier kommen die komischen Geräusche her. Irgendwas da drin bewegt sich. Jetzt habe ich mich auch erschreckt, super. Okay. Die müssen wir scheinbar auch irgendwann mal erkunden. Oh, und den Zahn. Ja, dann angeln wir mal von hier. Oh, falsche Richtung, ja. Was macht er denn? Hallo? Jetzt. Ja, spinne jetzt. Also mehr gibt es viel leichter, habe ich das Gefühl. Super Müll. Einfach nur ab. Ach, geht's wieder ans Meer runter. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Thank you.
irgendwie scheint mir das Angeln nicht viel Spaß zu machen. So wie blöd, dass ich hier gucke, wenn ich angel. Kein Müll, keine Fülle. Ja, du kommst mir nicht mehr aus. Oh, Gotteslachs. Cool. Neuer Rekord. Ich hoffe, der bringt auch göttliche Kohle ein. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Nochmal einer, okay. Also wenn ich mal einen Gotteslachs brauche, muss ich scheinbar hier fischen. Grünalge. Ist jetzt leichter, weil ich besseren Angelskill habe, oder Fische nehmen. Einfach nur blöder. Das war einfach nur. Kaulbarsch. 36 Meter. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt ja eh mein größeres Inventar. Nochmal eine Grünalge. Komm, Fischi, 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 Fischi. Ach, nein, 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 ich wollte ja den Schatz haben. Ach, Scheiße. Du hast keine Energie mehr. Oh, jetzt ist er fertig. Lass es bleiben. Och, komm. Ja, ist den Lümmsam. Dann geht's dir wieder gut. Ja, schaut doch ganz gut aus. Fischis verkaufen. Den wilden Meerwert, den behalte ich mir jetzt mal. Schauen wir mal noch, was wir alles eigentlich noch herstellen können, wollen, müssen. Gut, Mayonnaise-Maschine brauche ich noch gar nicht. Schmelzofen brauche ich noch Kupfer jetzt.
Standarddünger, aus Harz, verbessert die Qualität des Bodens ein wenig, was die Chance ist, höher wird. Okay. Muss mal Dünger auch herstellen. Lagerfeuer. Könnte man hier auch mal machen. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Holzzaun. Und die wilde Saat. Lauch haben wir. Meerrettich haben wir. Löwenzahn haben wir auch. Oder das vierte. Ah, ne, Narzisse. Narzissen haben wir auch. Also, die können wir auch mal herstellen. Aber da brauchen wir mehr, dass wir da ein bisschen was anpflanzen dann. Okay. Ja, gehen wir mal wieder schlafen, würde ich sagen. Schauen wir mal noch kurz, was im Fernsehen kommt. Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Krähenplagen? Ich würde sagen, du brauchst nur eine Vogelscheuche. Mit einer Vogelscheuche auf dem Hof kannst du die Krähen fernhalten. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Eine Sache noch. Brauchst du noch einen größeren Rucksack für all deine Sachen? Schau mal im örtlichen Gemischtwarenladen nach. Haben wir doch schon alles. Was ich nur nicht weiß, ob die eine Vogelscheuche für alle reicht. Ich glaube nämlich nicht. Ja, zumindest 300 Kohle. Tag 11. Tag 12 schon. Oh, Hundi. Hey, Hundi. Es regnet. Okay. Zumindest. Ah, Pastinake. Und hier sind meine Kartoffeln fertig. Oh, das sind einige. Sehr schön. Post haben wir auch bekommen. Zwei super Kartoffeln nehmen wir uns jetzt mal auf. Hallo Dr. Bühl, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst das jährliche Eiersuchen sicher nicht verpassen. Nein, das will ich nicht. Hast du recht. Ihr seid aber immer noch nicht erntbar, oder? Irgendwie würde ich hier gerne auch noch eine Vogelscheuche herbauen. Bisschen Holz, bis der Laden abmacht, und dann pflanzen wir mal neue Sachen an. Bauen wir uns jetzt mal einen Dünger. Schauen wir mal. Herstellen. Standarddünger. Ja. Was bringen wir jetzt damit? Muss vor den Pflanzen hinzugefügt werden. Ah, okay. Dann braucht man später.
kann man ja schon mal. Gut, 9 Uhr ist es. Mir eigentlich noch zum Hallo sagen. Einer. So ein scheiß Wetter, da treibt sich ja keiner draußen rum. Guter Tag zum Einkaufen. Ja, sagst es. Ja, verdammt, ich müsste fast Pastinaken kaufen. Hat mir am wenigsten Kosten. Auf 19. Okay, dann schmeißt mir jetzt hier mal den Dünger her. Schauen wir mal, ob die Reihe hier besser wächst als die obere. Und hier bauen wir noch eine zweite Reihe mit dazu. Gut, jetzt haben wir nicht mal zu viel Energie. Auf hier war noch ein Lauch und ist auch noch ein sehr guter Lauch. 2 Beutel, wir könnten noch mal fischen gehen. Ich schau mal, wer mir hier noch fehlt. Was ist das eigentlich? Bündel Samen und Bündeln. Melonen und Brückenreparatur, okay. Muss ich irgendwas machen. Aber was ich jetzt eigentlich schauen wollte, wer mir noch fehlt, noch nicht kenne. Das ist doch mein Typ im Geschäft. Ich hoffe, das ist kein Bug. Das würde mich ärgern. Muss ich da schon noch mal reingehen? Ach, heute ist Ruhetag. Es ist doch ihr. Ach, jetzt hat. Okay, ich muss so mit ihm quatschen. Die meisten Leute bleiben am Tag mit diesem zu Hause. Es ist nicht gut fürs Geschäft. So.
man Freunde gewinnt. Jemanden Geschenke zu machen, ist ein großartiger Weg, Freundschaft auszubauen. Lernen die individuellen Geschmäcke der Leute und bis in kürzester Zeit beliebt sein. Okay. Das Tal ist im Regen interessanter, findest du nicht? Ja. Geh mal nicht zwischen. Fischi, fischi, fischi. Schauen wir mal, was hier für Fischlein gibt. Voll wilder wäre als vorher. Home Blaubarsch. 61 cm. Normalerweise meisten, glaube ich, fischen Fische besser, wenn sie nicht. Ich weiß zwar selber nicht sicher, aber habe ich mal irgendwann gehört. Rekord, 71 cm. Leck, der haut ja gleich ab. Was ist das für ein Fisch? Wow. Das muss ja ein 5 Kilo Fisch gewesen sein. Ja, leck mich. Pam läuft dem Typ hinterher. Jetzt marschieren sie alle rum. Oh leck, hier sind lauter Kamikaze-Fische. Kein gutes Wetter für Sport. Okay. Oh, füllt sich. Vielleicht sollte ich heute Abend etwas Aufregendes kochen. Das Schaf ist. Könntest du da jemand Schafen mitnehmen, wie mich zum Beispiel? Hallo, hallo. Hallo. Willst du Fisch? Fisch? Ich hätte Fisch. Oder soll ich eine Brille schenken? Ihr schenkt definitiv nichts. Yogas, gib mir eine halbe von deinem Stärksten. Guten Abend, Dr. Mü. Bin froh, dich entspannt in der Kneipe zu sehen. Das ist gut für dich, hin und wieder eine Pause zu machen. Dein Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde ihn seinen Ehren heute ein extra Bier trinken. Ja, kriegen wir jetzt hier mal ein Bier. Geschäft läuft gut, schön.
Der Calcio müsste wegen ja das nie dort rum, meine Freundin Sandy. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Oh, jetzt geht's echt zu. Das Wetter macht lustig anscheinend, okay? Hi, Dr. Wü. In letzter Zeit irgendwas in der Bibliothek gelesen? Nun, ey, man sieht sich dann. Das macht ihn lustig. Hey, wer ist denn hier? Sam, es geht doch nichts über eine eiskalte Jaja-Cola an einem kompletten Nesttag, oder? Scheiße, kann ich mir nicht mal leisten. Ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich einen weiteren kalten Nacht auf den Ozean beäubert. Okay. Er geht zum Fischen. Könntest du mich auch mitnehmen? Ja, das ist ein gemütlicher Fisch. Jetzt lass ich mir eingehen. Die Masse. Wow. Der hat ja schnell angebissen. Oh, Schwarzbarsch. Rekord. Ich weiß zwar nicht. Also, von der Länge her kann es nicht sein. Da hat man vorher schon länger. Ne? Aber vielleicht von der Qualität des Fisches, keine Ahnung. Wow, ist wieder ein Kamikaze-Fisch. Okay. Spannend, wie lange das ist, dauert, bis wir die ersten Tiere haben. Komische Geräusche aus der Kanalisation ist immer noch da. So, dann habe ich Kevin Alben. Da gibt ja massig Energie zurück. Haben wir schon zwei. Was sagt der Wahrsager heute? Willkommen bei Velvics Orakel, der einzigen Show, in dem die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Irgendwie mögen mich die Geister gar nicht. Oh cool. Masse Kohle gibt's. Heute 1576. Ja, liebe Leute, dann war's das auch schon wieder mit einer Folge von Stardew Valley. Wir sehen uns in der nächsten. Bis bald. Für dich, Servus, Dr. Bü.